Es wird in diesem Europawahlkampf um viel gehen. Nicht nur um Europa allgemein. Wird es mehr, wird es weniger, wird es besser? Das ist natürlich mein Anliegen. Es soll auch demokratischer werden. Aber ganz konkret, ja, Atomausstieg und Energiewende, unsere alten Herzensanliegen. Daraus wird nur was, wenn wir diese Dinge auch europäisch verankern. Agrarwende. Der ganze Kampf gegen die Agroindustrie, gegen die Großschlachterei Wietze, ja, an die ich immer und immer wieder denke, all sowas wird nur gelingen, wenn es uns in Brüssel gelingt, tatsächlich die Agrarpolitik gerechter zu machen und die Förderungen für die Landwirtschaft von nachhaltigen Ideen und nachhaltiger Entwicklung abhängig zu machen. Da haben wir noch längst nicht gewonnen, aber nach der Reform ist hier in Brüssel auch wieder vor der Reform, die in der nächsten Legislatur dann hoffentlich auch von der starken grünen Fraktion mit beeinflusst werden kann. Neben diesen großen Themen des ökologischen Umbaus, der Transformation, steht natürlich auch anderes an. Bürgerrechte, Datenschutz. Ihr wisst, ihr verfolgt das so wie ich, ja, was durch Edward Snowden alles in Gang gesetzt worden ist. Ob wir wirklich effizienten Datenschutz bekommen, wie schnell wir das bekommen, das steht und fällt ganz viel mit der Unterstützung grüner Politik schon in dieser Legislaturperiode, aber erst recht in den europäischen Wahlen. Und gut, Lampedusa, Menschenrechte in der Europäischen Union, Flüchtlingsschutz, eine bessere Einwanderungspolitik, viel wirksamere Umsetzung der Asylgesetzgebung, eine bessere Afrikapolitik. Auch dafür brauchen wir Grüne eben wirklich viel Unterstützung. Ich weiß, dass dieser Europawahlkampf nicht einfach werden wird. Ich weiß, dass die Herausforderungen wachsen, aber wir sind eigentlich auch die Partei, die mit Herausforderungen gewachsen sind. Leidenschaft für Europa, an der einen und anderen Stelle etwas Geduld. Ich glaube, das ist das, was wir können. Wir müssen wieder viel zusammen machen und ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Wie immer zuletzt das Kleingedruckte, damit ich all das, wovon ich jetzt geredet habe, für euch, für die europäischen Grünen weiter mit Werf vertreten kann. Wählt mich in den grünen Primaries zu einer der beiden Spitzenkandidatinnen der europäischen Grünen, www.greenprimary.eu.